Schönen guten Tag, wir sind heute auf der Landesgartenschau in Frankberg im grünen Klassenzimmer. Zu Gast bei uns heute ist Herr Wolfgang Friese, Pilzberater aus Lichtenau, der uns Neues aus der Pilzwelt berichten wird. Das ist jetzt der Salzwiesen-Champignon, der früher nur an der Küste wuchs, jetzt überall am Straßenrand, dort wo die Straßen gesalzen worden sind. So, Sie werden also, wenn Sie durch die Gegend fahren, überall diesen Salzwiesen-Egerling sehen. Alle Egerlinge unten dunkelbraun, weil es Dunkelsporer sind. Und diese großen, grobschölligen, am Straßenrand wachsenden Champignons sind immer der Salzwiesen-Champignon. Und hier sieht man auch noch die Manschette und den Stiel. Und der ist nicht giftig. Hier steht kein Speisepilz, der ist nicht giftig. Aber da riecht nicht gut und schmeckt nicht gut und deswegen steht kein Speisepilz und er ist ungenießbar. Dann haben wir hier noch zwei andere Champignons. Das ist einmal der Carbol-Egerling und der Anis, der Carbol-Champignon und der Anis-Champignon. Ich kann also Egerling und Champignon sagen. Der Carbol-Egerling ist schwach giftig und ist daran zu erkennen, dass er hier beim Kratzen ganz schnell gelb. Das ist bei dem alten Exemplar jetzt nicht mehr ganz so deutlich zu zeigen. Ein bisschen sieht man es im Unterschied zu dem Anis-Champignon. Und wenn man drauf schaut, wenn er alt ist, riecht er auch noch Carbol. Und wenn man drauf schaut, sieht man, dass er eher gräulich obendrauf aussieht und der Anis-Champignon eher gelbend. Und der Anis-Champignon riecht nicht nach Carbol. So, also man kann das schon auseinanderhalten, muss allerdings vorsichtig sein, weil sie unter Umständen beide zusammen an einem Standort wachsen. Wir haben dieses Jahr auch sehr schöne Gallenröhrlinge, die Leute immer gerne mit dem Steinpilz verwechseln. Der Unterschied ist beim Gallenröhrling, dass bei alten Pilzen das Futter rosa ist, weil er rosa Sporen hat. Wenn die Sporen noch nicht reif sind, bei jungen Exemplaren sieht man, dass das noch nicht ganz so deutlich ist. Und wenn sie ganz jung sind, sieht man es gar nicht. Und dann wird es ganz leicht mit dem Steinpilz verwechselt. Und dann könnte man noch gucken, dass bei dem Steinpilz das Netz weiß ist, hell auf dunklem Grund am Stiel. Und hier das Netz dunkel auf hellem Grund. Das müsste man dann noch versuchen zu sehen. Geht aber nicht bei allen Exemplaren. Das muss man immer schön sich genau angucken. Und dann ist jetzt ein häufig gewordener Pilz, genau wie das bei dem Salzwiesen-Champignon ist, ist jetzt noch ein häufig gewordener Pilz, der wurzelnde Bitterröhrling. Wächst nicht im Wald, wächst in Parkanlagen. Hat einen grauen Hut, ein gelbes Futter, ist häufig so zusammengewachsen, manchmal so bis zu 10 Exemplare zusammengewachsen und schmeckt bitter und wird gern oder könnte verwechselt werden mit dem giftigen Satanspilz, aber der hätte dann ein rotes Futter und kein graues Futter. Vielen Dank. Wolfgang Friese ist noch bis Sonntag auf der Landesgartenschau im grünen Klassenzimmer zu finden. Wer Fragen hat, ist herzlich eingeladen. Und wenn Sie weitere Tipps zu Pilzberatung wünschen, können Sie im Internet nachschauen unter www.freiepresse.de/pilzberater.